Und Denise, erzähl mal was von Jonathan. Wie ist es denn dazu gekommen? Naja, zusammen sind wir jetzt ungefähr ein Jahr. Und alles harmonisch? Ja, ja. Ich meine, jede Beziehung hat mal ihre Ups und Downs, aber... Ja, hab ich schon gehört. Und, ist er denn netter? Oh ja, ich meine, er ist echt intelligent. Er ist sogar der nächste Juniorpartner in seiner Anwaltskanzlei. Toll, der Knaller. Du solltest Schluss machen. Was? Nichts. Hey, Dave ist wieder da. Hey Leute, das Klo ist wirklich krass hier. Was kostet's? 7,25. Das war lustig. Und 2,39 zurück. Dankeschön. Wir reden nicht oft miteinander. Kathy, oder? Ich bin Rod. Ich mache jeden Tag mit meinen Freunden krasse Stunts. Das wusstest du wahrscheinlich gar nicht. Und du hast ganz bestimmt abgefahrene Hobbys, die ich nicht kenne. Es ist doch so, wenn man sich nicht zusammensetzt und redet und sich kennenlernt, findet man über den anderen nie was heraus. Also, was sagst du? Machen wir es offiziell? Willst du mit mir ausgehen? Oh, Kathy. Wow, Rod. Sie hat wirklich ja gesagt? Ja, tja. Du musst dich nur trauen, dann klappt's mit den Frauen, Kevin. Das hat sich gereimt, ganz ungewollt. Mann, Rod, ich bin gerade echt neidisch und so richtig sauer. Sie ist hübsch, finde ich. Ich weiß, aber zwischen uns ist mehr als das. Da sind Emotionen. Das hat mich erwischt. Ich habe einen Vorschlag. Wieso schnappst du dir nicht deinen vollschlauen Freund und wir machen ein Doppeldate? Ehrlich? Klar. Okay, klingt eigentlich ganz spaßig. Toll, weil ich auch denke, dass es ganz spaßig klingt. Und zwar so richtig.